So, es ist Sonntag, wir laden gerade das YouTube-Video hoch. Aber wir laden es nicht in der Wohnung hoch. Wir laden es hoch auf dem Balkon. Warum auf dem Balkon? Wir haben immer noch kein WLAN. O2 hat immer noch nichts geliefert. So sieht das hier gerade aus. Der Laptop ist hier an der Kante. Handys sind ready. Und wir stehen hier mit Jacken. Nur noch 5 Minuten. Ich friere rein. Unter diesen Bedingungen arbeitet kein anderer YouTuber. O2! O2 can do nix. I got a sugar crash. Come on, never such a lash. I want a sugar crash. I ain't gonna fucking cash. Maybe I should take a bath. Come on, fucking bring it. Hey, what? So, wir waren gerade Familie besuchen und auf unser Glück spinnt jetzt auch der Ersatzwagen. Komm, hier geht's schon mal gut los. Abschleppen ist verboten. Walla, der fährt nicht mehr. Wir gehen jetzt erstmal schlafen und dann schauen wir morgen früh, ob es anspringt. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Was sagst du? Was? Wird Auto angehen oder nicht? Niemals. Was denkst du, warum es nicht angeht? Weil es ein Hybridauto ist und die Batterie leer ist. Du hast keine Ahnung. Woher willst du wissen, dass die Batterie leer ist? Weil es da steht. Da steht nichts, da steht Störung. Laut der Berechnung, wenn da steht, Abschleppen verboten und gestern ist das Auto nicht mal angesprungen, ist die Wahrscheinlichkeit ganz hoch. Hey, was laberst du für eine Scheiße gerade? Das Auto ist an, fertig. Hey. Good morning. Wir mussten nochmal zurück, weil Mr. seinen Ballsack vergessen hat. Das sieht so lustig aus. Man denkt, das ist dein Schildkrötenrücken. Du musst die Schnur ziehen. Okay, warte. Öffnen Sie die Tore! Hey, was hast du eigentlich den Autovermieter gestern gesagt, wo das Auto nicht mehr angegangen ist? So, das geht nicht an. Leute, nein, er hat was ganz anderes gesagt. Ich zeige euch mal die Sprachnachricht, die er ihm geschickt hat. Bruder, ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Leute, er ist schuld. 100%. So, wir haben unser Ersatzwagen jetzt mit Panoramadach. Wallah, ich fühle mich wie Familienvater. Ich habe mit dem Vermieter geredet. Er hat mir erklärt, warum das so ist. Also hat ich am Ende recht. Ich habe gar nichts gemacht. Hey, so Leute, wir stehen jetzt in der Schlange. Die Schlange geht bis nach Chicago. Hey, was hast du vor? Ich werde jetzt richtig professionell filmen. Guck einfach, spiel und ich mach schon. Okay, und wie war's? Hey, super, ey. Meine Lunge ist super, ey. Okay. So wird's gemacht, habt ihr das gesehen? So wird professionell gefilmt. Aiwa. Hallo, weg von Kamera. Aiwa. Ich zeig euch jetzt was. Schau genau hin, ja? Magic. Steck ein, mein Pelle. Okay, Leute, laut Navi müssen wir so fahren, aber wir nehmen jetzt einen kleinen Insider-Weg. Also Navi sagt 10 Minuten geradeaus. Genau. Wir fahren jetzt Luisas Weg, wir biegen links ab. Assalamu alaikum, Ammo Kifak. Scheiße, wie peinlich, Luisa, ich bin ein Lügner. Ich schub den Typen gerade an, auf einmal macht der Fenster runter, ist der Vater von meinem Kumpel, mit dem ich aufgewachsen bin. Er sagt zu mir, ja, Salami, hier ist 30er Zone. Ich sag, nein, ich hab dich angehupt, weil ich dich in deinen Rückspiegel erkannt hab. Lüge. So Leute, wir parken jetzt, wir sind 2 Minuten früher da. Wir haben es geschafft, wie ihr wisst, Zeit ist Geld. Wir haben eine Minute gespart, also 1 Euro. Hey, wir haben ein kleines Geschenk bekommen von einem kleinen Mädchen. Hier steht, herzlichen Glückwunsch Nada und Luisa. Seid ein gute Mama und Papa. Herzlichen Glückwunsch für euer Baby. Seid eine gute Familie. Voilà, süß, ne? Richtig süß. Das Mädchen, was geschrieben hat, war 32. Hey, mein Freund ruft mich an, ich muss mal reingehen. Wie Freund? Freund oder Kumpel? Kumpel. Ciao Kumpel, wir sehen uns bald. Ey, du bist krass, du hast einfach Kontakt mit Mr. Bean. Ich hab ihm doch geholfen, alte Zeiten. Er hat immer schwierige Sachen gemacht und er immer runtergefallen und so. Einmal war er hier auf dem Dach, ich hab ihn ein Seil hochgeschmissen. Er ist sofort runtergegangen. Du kleiner Lugnerin, ey. Du kleiner Lugnerin. So, ein neuer Tag beginnt. Ich hatte Training und mein Paddler hat uns was zu essen geholt. Die müsste hier irgendwo sein. Ja, die ist da hinten. So Leute, ich hab das Essen.
Ich suche gerade Nedra. Ah, da hinten ist er. Ich habe den Übeltäter gefunden. Nadura. Tschüss, was geht? Ja. Ja, bei dir? Okay, wir suchen uns jetzt einen Ort, wo wir entspannt in der Sonne essen können. Und wir melden uns dann, wenn wir da sind. Bis gleich. Das ist der perfekte Platz. Nada hat sich diesen Platz ausgesucht. Warum genau dieser Platz? Weil der frei ist und wir sitzen perfekt in der Sonne. Und ich wollte nicht mehr so lange laufen. Das reicht schon. Das waren genug Gründe. So, es geht weiter. Jetzt wird eingekauft. Wie findest du die Mütze? Zieh mal an. Super. Kaufen wir. Wir haben sehr, sehr gute Sachen eingekauft. Viel Obst. Es ist jetzt Obst im Haus. Kofferraum zumachen. Let's go, Luisa. Ey, wow. Brutalste Reis, den ich heute gegessen habe. Und sogar brutalste Reis, den ich auch gestern gegessen habe. Hast du gestern bei mir Reis gegessen? Nein. Aber seit dein letzter Reis war das der brutalste Reis bis jetzt. Sehr gut. Alles ist bereit. Wichtig in einer Beziehung. Nehmt euch Zeit für euch. It's important to spend time with your partner alone. With your husband. Nee, husband ist Mann. Husband. Ich bin husband. Zeig mal, was du für ein cooles Fahrrad hast, Mann. Hier kann man das so umdrehen. Okay. Hier ist der Lenkrad oder was? Das Lenkrad. Das Lenkrad? Hab ich doch gedacht. Let's go. Wow. Ey, mach langsam. One, two, three. Fahr. Wow, Nadel kann richtig gut sogar fahren. Okay, reicht. Geh mal runter jetzt. Mila hat gewonnen. Hey, Mila, kannst du Englisch? Ja. Was heißt, wie geht's dir? How are you? Was heißt, was machst du? What are you doing? Ey, stark. Okay, jetzt was Schweres. Was bedeutet, ich war gestern auf Toilette? Gib mir eine Sekunde, warte hier, okay? Okay, ich warte. Wann geht sie? Was bedeutet auf Englisch, ich war gestern auf Toilette? Auf Englisch heißt das. I went to the bathroom yesterday. Mila, yalla, ich warte. I went to the bathroom yesterday. Woher weißt du das? Ich kann gut Englisch. Was heißt denn Lügnerin auf Englisch? Du kleine Lügnerin. Okay, ich geb's zu. Ich hab auf Google geguckt. Ja, okay, wenigstens bist du ehrlich. Hey, wow. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mein Auto so vermissen kann, ne? Wow. I feel good. I feel good. So good, so good. No money. Uns wurde jetzt bestätigt, dass jemand was an diesem Reifen gemacht hat. Egal, ob man an Gott glaubt oder nicht, alles kommt zurück. Und ich schwöre, ich habe mich nicht schlecht gefühlt. Ich habe mir gedacht, schade, aber ich weiß, dass das Leben mir wieder was Gutes gibt, wenn jemand mir was Schlechtes antut. So am Ende ja, bewirkst du nichts. Und es wird vielleicht nicht den Reifen von dem treffen, der das gemacht hat, aber es wird ihn woanders treffen. Und voilà, dafür tut er mir sogar leid. Ey, ich habe einen Witz bei Instagram erzählt, ich muss ihn jetzt nochmal erzählen. Ich habe mich gerade gewaschen und Luisa nennt mich Maschine. Bin ich jetzt eine Waschmaschine? Heute ist nicht nur Mila-Time, heute ist auch Beauty-Time. Nur ihr beide oder was? Na, du machst auch mit. Natürlich. Ich könnte auch ein bisschen Beauty gebrauchen. Yalla, let's go! Heute zeigen wir euch nicht Berlins Straßen. Vor allem, wir zeigen immer dieselben Straßen. Wir müssen mal was anderes zeigen. Wenn einer von denen klug ist, weiß er ungefähr in dieser Ecke, könnten eventuell, vielleicht, die Jindawis leben. Aber nur vielleicht. Ey, wow. Ey, wow, wie schön siehst du denn aus? Luisa hatte keine Maske, die haben ihr jetzt eine hier verkauft. Guck mal bitte. Luck, ist das eine Maske oder ein Slip? Oh, für dein Baby vielleicht. Oh Leute, richtig. So, Beauty Time läuft, Leute. Schumila, warum hast du diese Augenpads? Das ist für Augenringe. Hast du manchmal Augenringe? Ja. Von was? Weil ich zu viel schlafe. Beauty Time ist heute, deswegen bin ich auch so aufgeregt. Ich glaube, dir geht's gar nicht gut, oder? Luisa, was willst du von mir? Wallah, ich werde ab morgen shine bright like a diamond. Bist noch da? Ja. Leute, ich muss jetzt leider nach Hause. Deswegen beende ich jetzt das Video. Warum beendest du das Video? Nein, dann muss ich nach Hause, deswegen. Warum? Du kannst doch gehen, wir können doch weiterfilmen. Nein, wir beenden das Video bitte jetzt. Wenn wir nicht gestorben sind, leben wir noch heute. Seid ihr eingeschlafen?
How it made this.